Wir sind hier in unserem Ausbildungshotel am Standort Strandallee im Timmendorfer Strand. Ein kleines, schnuckeliges Hotel, was ganz anders ist als alle anderen in Timmendorf. Unser Hotel ist klein, wir haben nur 26 Betten. Unser Hotel ist alt, hat ganz viel Charme und 16 Jugendliche werden hier ausgebildet und das machen die mit ganz, ganz großem Engagement und mit ganz viel Spaß. Viele unserer Jugendlichen, die uns eine Ausbildung machen, hatten und haben Schwierigkeiten mit der Schule gehabt und deswegen werden Ausbildungsgänge Theorie reduziert angeboten. Ja, der gastronomische Bereich ist ein ganz besonderer Bereich hier bei uns. Zum einen, weil unsere eigene Mensa hier davon profitiert, dass hier Köche ausgebildet werden. Und natürlich ist das ein Klientel, was super gut vermittelt werden kann, gerade im Moment. Und die jungen Leute, die hier eine Ausbildung in der Gastronomie machen, die sind also während der Ausbildung, haben die schon einen Arbeitsplatz angeboten bekommen von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Und Stammgäste kommen ganz, ganz gerne zu uns, also A, wegen der Qualität des Essens, des Services, aber auch das Engagement unserer Jugendlichen, die wirklich mit Leib und Seele hier ihre Ausbildung machen. Ich liebe den Job hier auch. So, und das erleben Sie hier überall. Die leben wirklich dafür, dass diese Jugendlichen eine Chance kriegen und erfolgreich gehen. Und wir haben jetzt 30. August Freisprechung. Das ist uns das Event. Da spreche ich die frei, die Jugendlichen. So, ne, wie früher mit den Zünften und so und schlagen auf die Lade und so. Da laufen so viele Tränen, nicht nur bei den Azubis, sondern auch bei den Ausbildern, ne, die das schon seit Jahren machen und jedes Jahr die Leute entlassen. Es gibt noch Kontakte über viele Jahre hinweg. So, also es ist schon ganz besonders, finde ich, der Flair hier, mit welchem Engagement. Und zwar nicht so nicht bevormundend, sondern wirklich so dieses Unterstützen. Ich helfe dir, auf den Weg zu gehen, so empowern. Ne? Das finde ich ganz toll.